Ja, hallo, willkommen, mein Name ist NeroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Dirk besucht, weil wir gedacht hatten, er könnte irgendwas gegen die Krankheit von Klett hier tun. Und nö. Da er nicht weiter wusste, gehen wir jetzt zu Altessa, weil der vielleicht irgendwie weiß. Und sie muss auch irgendwie... Was hat sie für eine... Sie hat Tee, ne? Ja, Tee. Okay, das sieht man ja. Deswegen tue ich mal ganz kurz hier auf Dingens machen, damit ihre Teeleiste voll wird. Dann tue ich noch rechts und bei Zellos wahrscheinlich auch. Obwohl er müsste eigentlich Dingens voll werden. Egal. Alter ist das Haus. Mal gucken. Was ist denn los hier? Ihr, wenn ihr wieder in Ted Holler seid, dann muss die Welt eigentlich bla 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 bla. Ich verstehe, das war also die Ursache für das schwere Erdbeben von neulich. Gab es auf dieser Seite auch Schäden? Die anderen Gebiete waren nicht so sehr davon betroffen, aber das Erdbeben verursachte in dieser Gegend Erdrutsche und Steinschlag. Dabei wurde Mythos. Ja, genau, stimmt auch noch. Das ist wieder alles eine Woche her, tut mir leid. Deswegen fällt mir das erst so blitzschnell ein, ne? Hey Mythos, was ist geschehen? Du bist verletzt? Wo? Ah, das ist... Es ist alles in Ordnung. Ich bin okay. Habt ihr die Felsbrocken draußen gesehen? Ja. Kürzlich gab es ein schweres Erdbeben. Und die Felsen stürzten auf mich herab. Ich schrie, ah, Mythos hat mich gerettet, sich aber dabei verletzt. Ich verstehe. Ich bin froh, dass dir nichts geschehen ist. Ich dachte, passiert war. Ja, es war wirklich beeindruckend, wie du Tabata beschützt hast, Mythos. Du hast uns außerdem schon mal gerettet. Das ist, du bist echt ein netter Kerl. Aber nein. Mythos ist eine nette Person. Ja, er hat uns geholfen, Rain zu finden, als sie verschwunden war. Du bist echt Knorke, Mythos. Wer sagt denn sowas noch? Aber voll swell, ja. Ja, Digga. Danke. Ein netter Kerl, hm? Was sollte das denn schon wieder sein, los? Genau solche Kommentare immer. Die sorgen dafür, dass ich den Typ nicht traue, weil er immer irgendwelche so unterschwellige Kommentare macht. Was die Krankheit von Colette betrifft, so handelt es sich wahrscheinlich um chronisches Angelus, Crystallus, Inofficium. Okay, das werde ich nie im Leben auswendig kennen. Ja, und Leute direkt auch so. Chronisches Angelus? Der Kristall wird in einen von einer Million Fällen abgestoßen. Das Wissen um die Heilung soll allerdings vor langer Zeit verloren gegangen sein. Wenn du Aufzeichnungen über den alten Krieg finden würdest, könnten wir vielleicht... Es geht also alles auf den alten Krieg zurück. Aber wo finden wir Aufzeichnungen darüber? Es gibt ein Archiv in Zybak, das der Geschichte von Mythos gewidmet ist. Oh ja, jetzt wo du es erwähnst, ich habe schon davon gehört. Oh ja, ich habe auch davon gehört. Ja, du bist ja auch Mythos hier. In irgendeiner Weise. Ein Archiv. Ich frage mich, ob es für uns von Nutzen sein könnte. Wenn ihr möchtet, kann ich euch dorthin herumführen. Ja, das wäre großartig. Du möchtest ja einfach nur mit Mythos zusammen sein. Nun, ich denke, dass ein Archiv ein recht sicherer Ort ist. Also gut, lass uns zusammen dorthin gehen. Alles klar. Ist ja voll Knorke. Voll Swell, Digga, Bruder. Und du bist hier auch so im Grund wieder, was? Ja, ich bin auch froh. Ich bin Mythos wirklich dankbar. Nee. Hast du mal die Hälfte unserer Truppe angesehen? Da gibt irgendwie voll viele Leute, die sowas machen. Ja, soll ich mal anmachen? Bams. Bams. So, okay, dann. Gehen wir. So, Zybak. Das ist diese Dingensstadt, ne? Diese Technologiestadt. Ja, wieso ist das, mein Gott? Hier. Beep, beep. Mimi.
Ja, nee, da ist ja klar, dass hier irgendwo was ist. Guck ich mal die Bücherei von dem Ding an. Habt ihr was Neues? Guck mal wieder aktuelle Waffen. Obwohl im letzten Dungeon habe ich irgendwie voll viele Sachen geschenkt bekommen, deswegen braucht ihr mir nicht unbedingt was geben. So. Anpassungsdienste. Was? Nein, Achso, ich hoffe, werde ich klar, egal. Aber hier. Hier werden Dokumente ausgestellt, die Mythos und seine Gefährten gehörten. Hey, seht euch das mal an. Was ist denn? Einer von Mythos Gefährten litt an einer Krankheit, die den Körper kristallisiert. Das klingt nach der gleichen Krankheit wie bei Colette. Colette ist krank? Oh ja, ein bisschen. Was ist mit dieser Person geschehen? Offenbar wurde sie geheilt. Dann gibt es also einen Weg, sie zu heilen, genau wie Altessa gesagt hat. Ich hoffe, die Methode ist nicht längst vergessen. Was ist das für ein Heilmittel? Es heißt, das Horn eines Einhorns hat das Mädchen gerettet. Was? Und es ist das Horn, das wir am Omasi-See erhalten haben? Du meinst, das Horn, mit dem Rain die neuen Heilkünste erlernt hat? Dann wissen wir, dass die Heilkünste Colette nicht helfen können. Ich frage mich, ob das Einhorn selbst erforderlich ist. Jetzt, wo du es erwähnst, das Einhorn sagte, es lebe, um Mathilds Krankheit zu heilen oder so ähnlich. Es ist genau, wie es Kratos gesagt hat. Vergiss nicht, was das Einhorn gesagt hat. Wer ist Kratos wirklich? Was redet ihr denn da? Er ist ein Verräter. Was macht ihr, wenn ihr ihm vertraut und er es am Ende bereut? Ich vertraue Kratos, das wäre möglich. Bis auf diese eine Situation hat uns Kratos ja noch nicht wirklich irgendwie was getan. Eigentlich scheint ihn ja irgendwie was an Colette's Out zu liegen. Weil er irgendwie zu Lloyd andauernd sagt, dass er will, dass sie Colette beschützt. Mein Gott, mein Hals, ey. Ich habe schon so viel geredet heute. Ich vertraue Kratos. Ich vertraue Kratos. Genau. Lloyd, du bist stark. Meinst du? Du kannst jemanden vertrauen, der dich schon einmal verraten hat. Das ist unglaublich. Es ist irgendwie anders. Seine Augen strahlen keine Feindseligkeit aus, wenn er mich ansieht. Ich beneide dich, Lloyd. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Oh nein, das willst du nicht. Wenn du wie Lloyd wärst, würdest du dich in einen Idioten verwandeln. Hey, Gennis. Ja, ich beneide dich wirklich. Aber wie bekommen wir mehr Informationen über den Kalan-Krieg? Ich habe gehört, dass die königliche Familie im Besitz der meisten Dokumente über Mythos und den Kalan-Krieg ist. Während des Kalan-Kriegs hatte Mythos mehrfach mit den Herrschern zu tun. Also gehen wir nach Mil-Tokyo, allerdings wird uns der Patriarch im Nacken sitzen. Das wird gefährlich. Wir können uns jetzt nicht den Luxus erlauben, uns darüber zu beschweren. Ja, gehen wir nach Mil-Tokyo, aber du sollst zurückgehen, Mythos. Also, wir bringen Mythos zurück und ist schon in Ordnung, ich kann allein zurückgehen. Aber wirklich, ihr müsst euch doch beeilen, oder? Und ihr werdet in das Schloss eindringen müssen, richtig? Also passt auf euch auf. Ja, also gut, Leute, los geht's. Glauben Sie ihm denn alle? Was ist los? Kennt Zellos irgendwie Kratos ein bisschen besser als wir? So kommt mir nämlich vor. So. Und wir haben jetzt Mythos nicht zurückgebracht. Und ich werde jetzt 1 zu 100 darauf betten, dass wenn wir in Mil-Tokyo irgendwo sind und weiß der Geier auch irgendwas passiert, dass genau in diesem Moment kommt dann irgendwann Mythos vorbei. Ich weiß es ganz genau. Irgendwann wird Mythos um die Ecke kommen und irgendwas machen, um uns zu helfen, oder irgendwas mit ihm wird mit ihm geschehen oder was weiß ich. Irgendwas wird auf jeden Fall passieren, was Mythos beeinflusst. In 15 Jahren. Zero-san hat eine kleine Frau mit
Wo? いや、タリタマ。意外だね。あんたが子供好きとは思わなかった。何を話してたの?決まってんだろ?ほら、俺様ってロマンチッカーだからさ、彼女と15年後の運命的な再会を約束してきたのよ。とことん大馬鹿だよ、あんたは。いや、ちょっと、いきなりご機嫌斜めってどういうこと? Na, das ist leider, glaube ich, ein Ort, den niemand so gerne betreten möchte. Abkürzen, ja. Was? Hier ist das Geld. Hey, dich kenne ich doch. Wir sind uns am Grab von Presseas Schwester begegnet. Gut, es ist alles da. Wie lange bis der König tot ist? Was? Mit dem Gift? Vielleicht noch einen Monat oder so. Das dauert aber lang. Man hat mir gesagt, ich soll es so aussehen lassen, als ob er an einer Krankheit sterben würde. Es dauert seine Zeit, aber eines Tages wird er tot sein. Sag seiner Eminenz, dem Patriarchen, dass es sich noch ein wenig gedulden soll. So ist es also. Ich wusste, dass da etwas nicht gestimmt hat, als der normalerweise so gesunde König auf einmal krank wurde. Was sollen wir tun, Leute? Ist doch klar, oder? Wenn wir den König retten, steht er in unserer Schuld. Los geht's. Warum müssen wir sie immer alle stundenlang analysieren? Wer ist da? Ein schlimmes Albtraum. Der Auserwählte. Verdammt, es ist Zellos. Was? Du bist es, Valley. Mist, ich kann euch nicht am Leben lassen. Ihr wisst zu viel, ihr müsst sterben. Sei still. Ich vergebe dir nichts. Auch kein Kampf? Okay. Ich werde hier sterben? Das soll wohl ein Witz sein. Ich frage hier, wie diese verdammte Alicia? Beleidige Alicia nicht. Er hat also die Verbindung zwischen dem Patriarchen und Rodil von den 5 Großfürsten. Außerdem besteht eine Verbindung zwischen dem Patriarchen und Kushinara. Die Ex-Fans von Ted Haller wurden von Vali an Rodil weitergereicht. Und die Experimente mit den Kruxis-Kristallen gingen von Rodil zu Vali und schließlich zum Patriarchen zurück. Vermutlich hat der Patriarch sie gebeten, den König im Austausch für seine Kooperation zu töten. Das ist unerhört. Also gut, schnappen wir uns den Patriarchen. Den schnappen wir uns. Okay, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir endlich mal einen Grund, wieder dahin zu gehen. Hey, da ist gerade eine weggegangen, die Krankheit der Auserwählten. Da war gerade ein anderes gebrochen. So, ne. 世界再生を行った歴代の巫女で同じ病にかかった者はいないのだろうか。途中で命を落とした巫女の中にはあるいはいたのかもしれないわ。巫女ばかりが辛い思いをする。あの汚れなき少女を救ってやりたいものだ。Genau. Sehr gut, Regal. Diese Einstellung mag ich. Vollzogene Rache, ich glaube, das weiß ich. リーガルさんはこれからどうするんですか?我が復讐に付き合ってくれたロイドたちのためにも、アリシアのためにも、クルシスダトーに協力する。私の力は微々たるものだが。そうですね。バーリを倒して、それで全てが終わったわけではないですね。むしろ始まりなのかもしれんな。 Okay. Okay, wenn wir jetzt den Patriarchen erledigen, dann werden wir uns in Meltoku hoffentlich auch mal wieder vernünftig bewegen können. Dann sind die Tore hoffentlich mal wieder offen. Alles klar. Dann rein da. Patriarch. Hier ist eine Tür.
Wo ist er denn? Schnapp ich mir. Du hast dich verspätet. Oh je, Mini, das tut mir leid. Oh Mann. Was? Was macht ihr denn hier? Wir möchten Sie etwas fragen. Sie vergifteten den König, nicht wahr? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Sie sind schon ein stur kleiner Lügner. Gibt es ein Gegengift? Ich weiß nichts. Keine Bewegung. Dann flößen wir ihnen eben dieses Gift ein. Es wirkt sowieso nicht sofort. Gut, gut, es ist in der rechten Schreibtischschublade. Da ist es. Ich wollte Sie auch noch etwas fragen. Warum wollten Sie Kate hinrichten lassen? Sie ist Ihre Tochter. Halt den Mund, was weißt du schon? Nichts, deswegen frage ich ja. Sind Sie bescheuert oder was? Ihre Tochter ist eine Halbelfe. Warum haben Sie dann dafür gesorgt, dass Halbelfen unterdrückt werden? Als ich jung war, hielt auch ich die Unterdrückung der Halbelfen für falsch. Also warum? Die Kirche bietet doch Lösung für alle. Versteht ihr meine Angst vor den Älterwerden, da mein Kind in dessen Adern noch angeblich dasselbe Blutfluss nicht altert? Es ist doch nicht Kates Schuld. Sie sind Halbelfen nun mal. So sind Halbelfen normal. Ja, und deswegen werden sie gemieden. Ich verstehe die Gefühle derer, die sie verfolgen. Denn meine Tochter ist eine Halbelfe. Sie macht mir Angst. Ich habe soeben die Wachen gerufen, wenn der Auserwählte stirbt. Gehört mir die Kirche dem Namen nach und de facto. Was? Wie lange kann die Kirche von Martell ohne den Auserwählten überleben? Wir haben Celes. Du willst also meine Schwester da hineinziehen, du armseliger alter Sack? Das ist deine Schuld. Wieso ist ein nutz- und verantwortungsloser Kerl wie du Auserwählter? Wenn du nicht wärst, hätte sich jemand in meine Verbannungsprojekt für Halbelfen eingemischt. Warum behandeln uns die Menschen nur so? Wer anders ist, muss eliminiert werden. Halt die Klappe, es ist doch ganz egal, ob man ein Halbelf-Mensch oder sonst was ist. Egal wer oder was man ist, wenn man in diese Welt geboren wird, hat man auch das Recht zu leben. Keine Bewegung. Wir sind übrigens hier. Boah. Hey, er entkommt. Ich kümmere mich um die hier. Ja, unsere Axt ist mächtiger. Mist, er ist entwischt. Auserwählte, es tut mir so leid. Bitte macht euch bereit. Es ist ein Engel. Ein Engel ist vom Himmel herabgestiegen. Es ist die Wiederkehr von Spiritua. Seht, eure ketzerischen Taten haben ein Abgesandter von Kruxis heraufbeschworen. Auserwählter, dann ist es wirklich... Ja, es ist der Engel des Todes und der Zerstörung. Spiritua ist zurückgekehrt. Bitte vergebt uns, oh großer Engel. Was mache ich denn jetzt? Hey, was ist denn hier los? Keine Angst, mach's mir einfach nach. Oh heiliger Engel, wie sollen wir mit diesen Kreaturen verfahren? Colette, sag, du willst sie töten. Aber ist schon gut, sag es einfach ganz befehlerisch. Sterbt! Bitte vergebt uns. Oh Heilige, verschone ihre Leben in meinem Namen. Ich werde deine Gegner besiegen und einmal mehr als Auserwählter die Lehren von Martell verbreiten. Ich flehe dich an. Sag, dass du ihn vergibst. Okay, ich vergebe euch. Habt ihr das gehört? Der Engel hat den Auserwählten als den wahren heiligen Willen der Kirche bestätigt. Geht jetzt neben meine Feinde, den Patriarchen und seine Leibgarde gefangen. Jawohl, Sir. Und hebt sofort den Suchbefehl für den Auserwählten und seine Gefährten auf. Jawohl, Sir. Tut, was der Auserwählte befiehlt. Ja, so viel dazu. Wow, alle haben gemacht, was du gesagt hast, Zellos. Die Legende von Spiritua hat uns gerettet. Hat das mit Spiritua der Auserwählten von Silvorn zu tun? Keine Ahnung, wenn ihr genaueres wissen wollt, müsst ihr die Bücher in der Kirche lesen oder so. Jedenfalls ist Spiritua berühmt dafür, dass sie einen König erschlug, der sich des Auserwählten entledigen wollte. Klingt ein bisschen wie das, was jetzt gerade abgeht. Soll das heißen, dass sie uns nicht mehr verfolgen werden?
Die Kirche stellt jedenfalls kein Problem mehr dar, bleibt nur noch seine Majestät. Wir müssen ihm sagen, dass er vergiftet wurde. Spiritua-Inkarnation. Sehr schön. Wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt... Oh. Moment! Prinzessin, bitte lasst uns zu seiner Majestät. Ich weiß nichts über die Wiederkehr von Spiritua, aber mein Vater ist krank. Mein Vater wollte doch nur Ted Holler beschützen. Das ist sonst klar. Wisst ihr, dass seine Majestät vom Patriarchen vergiftet wurde? Das kann nicht sein. Es stimmt, der Patriarch ist geflüchtet, als die Untersuchungen begannen. Wir müssen uns beeilen und das Gengift verabreichen. Bitte geht zur Seite. Es scheint sich definitiv um das Gengift zu handeln. Oh, Was? Vater! Was? Er sieht aus wie Jesus irgendwie, der Typ. Er scheint das Bewusstsein wieder zu erlangen. Eure Majestät, erkennt ihr mich? Der Verräter, Zellos, bist du gekommen, um mich zu töten? Nein, Zellos hat sie gerettet. Verräter, ja, das passt ja zu mir. Also der Patriarch hat uns in die Pfanne gehauen, wir haben nicht die Absicht, Tetraler Schaden zu fügen. Achso, ich dachte, das geht noch weiter. Selbst wenn die königliche Familie an ihm zweifelt, die Kirche, die Garde und die Bürger werden sich auf Zellos Seite schlagen. Schließlich werden wir von dem Wiederkehr von Spiritua legitimiert. Was wollt ihr? Wir möchten das Dokument über den Helden Mythos und den Karlan-Krieg sehen, die von der königlichen Familie aufbewahrt werden. Sie befinden sich im Archiv, im zweiten Stock. Macht damit, was ihr wollt. Kommt nicht wieder vor mein Angesicht. Ich bin müde. Ich will nichts mehr mit den Machtkämpfen der Kirche zu tun haben. Sie ist ja bloß egoistisch. Ist schon gut, Junge. Majestät, dann werden wir uns Zugang zum Archiv gestatten. Na, sehr schön. Ah, der König hasst uns und der Rest der Stadt hat Angst vor uns. Besser kann es eigentlich nicht werden. Ja. Weiß ich nur, wie es hier weitergeht. Ich möchte gerne einen Schwachpunkt haben. Hier war irgendwo einer. Ich weiß es genau. Ich glaube, auf der rechten Seite war der, ne? Gehen wir auf die rechte Seite. Zur rechten Seite. Ja. Ich möchte gerne einen Cut setzen hier. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.